Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher, wo wir jetzt erstmal... Ich möchte, dass du diese Fetzen für mich zusammennähst. Das Material ist gut, aber die Sonne von Nilfgaard? Die Banner der Schwarzen. Hab sie auf dem Festland erobert. Ich möchte sie als Teppich auf dem Boden haben. Boah, haben wir nicht gegen ihn schon gespielt? Spielst du zufällig Gwent? Oh ja, das ist meine Leidenschaft. Möchtest du spielen? Als die Leidenschaft, die Leidenschaft. Kann losgehen. Keine interessante Karte. So, sieht das schon mal ganz gut aus. Das habe ich immer noch nicht. Aber vielleicht gewinne ich die ja jetzt. Natürlich, hätte ich mir irgendwie gedacht. Der ist gut. Ich glaube, die Runde verliere ich, oder überhaupt. Darauf habe ich gewartet. Ach, ich bin sogar noch im Vorteil. Ne? Und dann nimmt er gleich den nächsten. Was? Jetzt habe ich... Soll ich die Runde gewonnen? Sehr geil. Ach, Gott sei Dank, dass ich die Karte ausgewählt hatte. Knappes Ding. Bravo. Ein überzeugender Sieg. Glückwunsch. Ich
Gavin. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine Liebstöcke. Kamille? Wofür ist das gut? Für deine Mark und Liebstöcke? Rumtreiber. Das nennst du laut? Los. Nee, reiten. Hier blasse ich das Licht aus! Irgendwie so das Gefühl, die wollten mich töten. Etwas für die Tochter? Silberohrringe vom Fest. Ah, plötzlich. Geh zu deinem Freund Krach, wenn du reden willst. Zwei Clans auf einer Insel. Ist es nicht schwer, Nachbarn zu sein in solcher Nähe? Ein Nachbar ist jemand, der in der Nähe wohnt. Nicht jemand, der dir die halbe Heimat gestohlen hat. Die Ankret haben unser Land besetzt. In den Tagen von Harald dem Krüppel. Vor 3 Jahrhunderten. Das ändert nichts daran, dass sie kein Recht dazu hatten. Ich werde Arzkelleg von Krach und seiner Brut befreien. Reine Neugier. Warum nennt man dich den Irren? Warum? Gwind, kennst du das Spiel? Scheißen Möwen von Klippen? Zeig mal dein Blatt. Wir spielen um meinen Katakan. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ich will keinen Katakan. Mal die anderen Decks noch mal durchgucken. Sie muss da mit rein, der muss auch da, zack. Natürlich unser Deck. Damit kommen wir am besten klar. So, gewonnen.
immer schön abwarten und Tee trinken. Ja, Junge, schon wieder verloren. Ich würde dich gern aufschlitzen, aber dann heißt es, Lugos wäre noch irrer. Nimm den Katakan und verschwinde. So. Sehr schön. Also haben Sie gerade dir den Arsch schon mit Honig eingeschmiert. Jetzt würde ich gerne hier runter. Und die Quest dann noch holen. Verlassen. Was guckst du denn so? Ich trage sein Kind. Was bleibt mir noch? Soll ich mich ins Meer stürzen? Okay. So, die letzten Feste. Nope. Au! Au! So, was sagt die Quest? Nicht erkundeter Ort. Das ist nicht die Quest. Ein wertvolles Rohr. Er hat geschnitzt, anstatt auf die Quest aufzupassen. Weil wieder mehr mit Plötze und so unterwegs sind. Ja, da kam gerade die richtige Frage. Was bedeutet die Yennefer eigentlich dem Hexer? Hemdal wacht über den klaren Türsen. Tja. Ich persönlich bin nicht der größte Fan von Yennefer, weil die halt sehr herrisch ist. Aber langsam. Andererseits ist das auch wieder vollkommen in Ordnung. Es ist immer schwierig. Gib uns alles, was du hast. Sowas von nichts. Beim Teufelsblut ist der Stank. Dieser Gestank. Ich bring den Bastard um. Ich bring ihn um. Zack, und Köpf schon ab. So, Plötze, ich brauche dich wieder. Heya! Heya! Ist mal wieder Wasser. Ah. Aus dem Weg.
Ist aber weit weg. Holgers Horn. Für ein blödes Trinkhorn soll man das Leben riskieren, ist auch irgendwie. Mir geht's ein bisschen tiefer runter. Weißt du was? Gleich mal mit dem Schmied hier am besten reden. Waffenschmied sind beide Schmiede. Wenn meine Augen mich nicht täuschen, bist du der Weiße Wolf. Krieger, Liebhaber, außergewöhnlicher Philosoph. Da hat dir jemand einen dicken Bären aufgebunden. Und ein Freund des Großmeisters Rittersporn persönlich. Großmeister Rittersporn? Genau. Der dir ein Denkmal gesetzt hat, das länger hält als Bronze. Wenn du ihn triffst, Weißer Wolf, bestell ihm bitte, wie sehr ich, Sigurd, seine zahlreichen Errungenschaften würdige. Oh, ich werde ihm bestimmt mitteilen, was ich von seinen Geschichten halte. Es wäre eine Schande, einen solchen Künstler zu zensieren. Ich bin zwar Schmied, doch auch ich versuche mich mit Worten. Jo, das zockt. Spielen wir Karten. Wie wäre es mit Gwind? Gut, wir haben Katakan bekommen, der wird da nicht hier mit im Deck sein. Ich würde das auch gerne irgendwie online zocken können, Gwind. So gegen andere echte Spieler. Das ist aber nicht so klug. Aber okay. Lassen wir mal Ciri raus. Das tut weh. Weißer Wolf. Gut. Bis dann.
Was mit dem anderen Waffenschmied? Ein Fremder. So langweilig. Vorsicht. Bootsbauer. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt sein sollen. Wahrscheinlich hier irgendwie links auf dieser Insel da. Oder auch nicht. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Hast du etwas Schiss? Auf ihn! Asol, pack ihn von hinten! So aber nicht. Beim Teufelsblut ist der schnell. So, jetzt müssen wir das Horn finden. Wahrscheinlich hier irgendwo. Morgbark hatten wir schon. Da ist der Ankerplatz. Wo müssen wir hin? Da unten. Also hier hin. Sehr schön. Was habe ich gesagt? Niemand auf den Inseln kann sich mit dir messen. So, jetzt den Berg hier hoch. Uwe, das reicht.
Warte, warte, der hier ist echt. Schon mal gegen einen. Was ist der Unterschied zwischen einem Nilfgaarder und einem Ertrunkenen? Ertrunkene können schwimmen. Grüß dich, Reisender. Hier ist ein gestohlenes Horn zurück. Und die Diebe habe ich getötet. Schade. Das waren keine bösen Männer. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Wo ist meine Belohnung? Nimm sie und erschlag nächstes Mal Monster, verdammt. Also kaufen wir den Bob. Ich habe sofort gewusst, dass die Götter dir gewogen sind. Lügen. Wer soll diesen Schwachsinn glauben? Das wäre ganz gut, das zu machen. Müssen wir jetzt weiter hoch oder runter? Hoch. Freunde der Jars, Retter gewöhnlicher Leute. Oh! Ah. Mein Arsch ist immer mit Honig und so. Da hinten müssen wir hin. Ach du Scheiße. Da sind noch ein paar Fragezeichen. Die müssten wir vielleicht auch mal holen. Dann hätten wir die Insel dann auch abgeklappert. Ist nicht vom gelben Schnee, ist auch gut. So, hier sind noch ein paar Leutchen. Hurra! Der Hexer hat das Monster getötet! Ja! Wie kann ich helfen? Bewegte Zeiten! Zeig mir, was du hast. Ups. So. Tja. Das war's auch schon. Wiedersehen. Ach ja. So, hier ist noch der Tisch. Den würde ich gerne mal benutzen. Und hier auch. Und vielleicht auch mal unsere Schwerter wieder reparieren. Also das Silberschwert auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt habe ich aber das andere Schwert. So ist gut. So, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge das Rennen. Bis dahin und ciao!